Ja, hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Heute soll es gehen um die unerhörte Verharmlosung des Gemetzels in Würzburg, um die stark sinkende Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, um das Regenbogen-Tralala zur Europameisterschaft. So, jetzt zu der Bluttat von Würzburg. Was war geschehen? Ein 24-jähriger Somalier, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält, der hat mit einem längeren Messer drei Menschen ermordet, regelrecht abgeschlachtet und 10 weitere teils lebensgefährlich verletzt. Einige von diesen Verletzten schweben noch in Lebensgefahr, sind noch nicht außer Lebensgefahr. Und ja, ich will jetzt sprechen über die Reaktion der Presse, denn ich halte diese Tat für durchaus vergleichbar der Tat des Stefan B. in Halle. Es ist sogar noch schlimmer, denn Stefan B. in Halle hat 2 Menschen erschossen. Also erstmal nur 2 Todesopfer, nicht 3. Es können ja auch mehr werden in Würzburg. Und er hat sie erschossen mit einer Distanzwaffe. Und der Somalier hat diese Menschen mit einem Messer eigenhändig abgeschlachtet, was ein höheres Maß an Verrohung voraussetzt und auch eine höhere Intensität der niederen Motive. Und das macht es alles schlimmer, aber die Reaktion der Presse ist ganz anders. Also es gibt keinen Aufschrei, Aufschrei bleibt aus. Ein paar Trauerbekundungen und setzt ein paar Fahnen auf Halbmast. Und das war es im Grunde. Man macht vor allem keine Schuldzuweisung. Man nimmt keine Schuldzuweisung vor. Im Fall von Halle hat man sofort reflexartig einen Bogen gespannt von dieser Tat zur AfD. Obwohl wir damit überhaupt nichts zu tun hatten. Weder unmittelbar noch mittelbar. Nein, wir sollen schuld gewesen sein. Das hat man so konstruiert. Unsere Rhetorik hätte den Täter aufgestachelt, angeleitet, irgendwie inspiriert zu seinen Taten. Völlig abwegig, völlig irre. Aber egal, das wurde rituell wiederholt in der Presse und hat sich dann irgendwie verfestigt im öffentlichen Bewusstsein. Ein völlig absurdes Schuldkonstrukt. Und jetzt im Falle von der Bluttat von Würzburg läge die politische Schuldzuweisung auf der Hand. Man nimmt sie aber nicht vor. Denn dieser Somalier konnte nur hier morden, weil er 2015 ins Land gelassen wurde. Dafür ist Merkel mitverantwortlich. Und, es kommt noch schlimmer, wie sich jetzt herausgestellt hat, ist sein Asylantrag abgelehnt worden und er war ausreisepflichtig. Das heißt, er hätte schon längst abgeschoben werden müssen. Und hätte man ihn abgeschoben, hätte er auch nicht morden können. Das heißt, diejenigen, die für diese Duldungspraxis und für das Aussetzen von Abschiebungen, für diese lasche Abschiebepolitik verantwortlich sind, die sind jetzt auch mittelbar verantwortlich für die Bluttaten von Würzburg. Allerdings wird dieser Zusammenhang in der Presse nie hergestellt. Und im Gegenteil, die Presse relativiert das, verharmlost es, zeigt noch Mitgefühl mit dem Täter. Und dafür ein Beispiel ist ein Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung, in der Ausgabe Wochenende, 26. 27. Juni 2021. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet in dieser Ausgabe über die Bluttat von Würzburg auf Seite 31. in der Rubrik Panorama. Das muss man sich wirklich, das muss man sich vergegenwärtigen. Auf Seite 31, nicht mal irgendwie auf den ersten Seiten 2, 3 oder 4, geschweige denn im Aufmacher, wie im Fall von Halle, sondern auf Seite 31, also eine Rubrik, wo man von, was weiß ich, Riesenpilzen berichtet, die im Wald gefunden wurden, oder hier in dieser Wochenendausgabe von einem bizarren Doppelfang, also da haben sie irgendwie einen 1,50 Meter großen Wels gefangen, der sich an der Schildkröte verschluckt hat, ja, und unter solchen Meldungen, jetzt die Meldung von Würzburg, also unter Vermischtes, ja. Also krasser Verharmlosen kann man eigentlich gar nicht mehr. Und der Artikel selbst ist auch schon eine Frechheit. Dort wird nämlich viel Mitgefühl bekundet mit dem Täter. Da heißt es, die Polizei, ich zitiere, die Polizei habe zwar schießen müssen, oh ja, sie habe schießen müssen, aber der Verdächtige ist Somalier, sei gestoppt worden. Der Täter ist in Würzburg wohnhaft und er ist außer Lebensgefahr. Ganz wichtig, dass der Täter außer Lebensgefahr ist. Zu den Opfern findet man ja nichts. Waren da Familienväter drunter, Mütter? Wie alt waren die Opfer? Kein Wort zu den Opfern, kein Mitgefühl mit den Opfern. Aber Hauptsache, dem Täter geht's gut. Mitteldeutsche Zeitung. So, das dazu. Jetzt zu der sinkenden Nachfrage nach Impfungen. Ist ja klar, die Menschen erkennen, dass dieses Virus kein Killer-Virus ist. Die wirklich gefährdet sind und bei denen man auch sagen kann, okay, Impfung ist sinnvoll,
die Risikopatienten, die über 80-Jährigen, die sind alle geimpft. Und die, die sich haben verblöden lassen von der Propaganda, die haben, sind auch mittlerweile geimpft und die anderen wollen sich nicht impfen lassen. Und darüber berichtet die Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe Freitag, 25. Juni 2021, der Aufmacher, die Impfkampagne lahmt. Ja, also die Termine werden nur noch zu 60-70%, also die Angebotenen, ausgelastet. Viele angemeldete Termine werden abgesagt. Am Donnerstag kamen in Magdeburg ins Impfzentrum 25 Menschen, 360 hätten versorgt werden können. Also man merkt schon, hier setzt sich Erkenntnis durch. Ja? Die Leute merken, sie brauchen diese Impfung eigentlich nicht. Und wer sie braucht, der hat sie schon längst. Und jetzt kommen diese Pressemeldungen, diese Artikel, die also Druck machen. Ihr müsst euch impfen lassen. Ja? Hier schon im Bericht, nicht erst im Kommentar, schon im Bericht heißt es von einer Impfstabschefin, ich zitiere: Wir haben aber auch den Verdacht, dass manche Leute die Pandemie für erledigt halten, weil die Infektionszahlen derzeit niedrig sind. So, also ja, da wird schon gemahnt. Das ist nicht vorbei. Lasst euch ja impfen. Und noch deutlicher wird der Kommentar: Jetzt bloß nicht aufgeben. Untertitel: Auch junge und mittlere Altersgruppen müssen vom Impfen überzeugt werden. Hagen Eichler. Ja, weshalb eigentlich? Weshalb? Wenn die Impfung zur Verfügung steht für jeden, der sich impfen lassen will, dann haben alle Corona-Einschränkungen keine Grundlage mehr. Erst recht hat die Impfpflicht keine Grundlage mehr, weil jeder, der sich selbst schützen will, der kann sich schützen. Er muss also nicht mehr geschützt werden von anderen. Und Hagen Eichler will uns aber jetzt erklären, weshalb trotzdem sich noch mehr Menschen impfen lassen müssen. Ich zitiere es jetzt mal. Die Erstimpfquote liegt erst bei 50%, der Anteil vollständig Geschützter bei einem Drittel. Das reicht noch lange nicht aus, um die erhoffte Herdenimmunität zu erreichen. Erst bei einer Quote von 70% oder 80% sind auch jene geschützt, die aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen können. Also, ich habe jetzt mal recherchiert, wer aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen kann. Das sind wenige, das sind vor allem Krebskranke zum Beispiel. Oder wer gerade akut erkrankt, diese Grippe hat, der soll sich auch nicht impfen lassen. Danach dann, wenn es vorbei ist. Aber schwer Krebskranke, ja, die will man nicht impfen, weil man weiß nicht, wie die Impfung sich auswirkt. Ja, aber wer schwer krebskrank ist, der ist doch eh dem Tode nah. Und wir müssen jetzt müsste sozusagen die gesamte Bevölkerung muss sich durchimpfen lassen, damit die aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen können, weil sie so schwer krank sind, dass sogar die Impfpropagandisten sagen, die impfen besser nicht. Ja? Deshalb müssen alle anderen, denen die Impfung vielleicht sogar schaden würde, sich impfen lassen. Irrsinn, völliger Irrsinn, überhaupt keine Abwägung der Interessen mehr. Und außerdem sind diese Patienten, die nicht geimpft werden können, auch nicht geschützt, wenn 70-80% geimpft sind, denn dann kann sich das Virus ja immer noch ausbreiten. Also es breitet sich zwar nicht mehr exponentiell aus, aber es kann sich immer noch ausbreiten, die können sich doch immer irgendwo einfangen. Also hier wird sozusagen die Fiktion eines vollständigen Schutzes aufgemacht, was nicht möglich ist, und diesem Gespenst wird es hinterhergejagt und deshalb müssen alle geimpft werden. Da stehen andere Zwecke dahinter und ich rufe auf, Verschwörungstheorien zu bilden, darüber nachzudenken, weshalb alle geimpft werden sollen. So, so viel dazu. Jetzt noch schnell zu der Regenbogenfahne, zum Regenbogen-Tralala. Dienstag, 22. Juni 2021, Seite 6. Grundrechte sind niemals illegal. Da wird die Regenbogenfahne propagiert als Fahne der Freiheitsrechte und der Grundrechte. Falsch. Sie ist die Fahne der Perversität. Sie ist die Fahne der Verkehrung des Normalen ins Abnormale, und deshalb wird sie sozusagen zur Ikone der Globalisten. Sie ist das Symbol der Feinde, und deshalb verstehe ich Ungarn und Viktor Orban verstehe ich sehr gut, die diese Fahne verbieten lassen wollen, weil sie Werbung für Homosexualität darstellt. Hat nichts mit Diskriminierung von Homosexuellen zu tun, aber wir müssen auch nicht dafür werben. Und ja, damit bin ich für heute am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut.